Guten Morgen, mein Kräft. Hier ein kleines Let's Show zum Tierarzt. Der Tierarzt auf der neuen Karte vom Sternchen hat noch keinen Namen. Bitte schreibt in die Kommentare, wie er heißen soll. Wir schauen uns jetzt mal den Tierarzt an. Ein modernes Gebäude mit viel bunter Deko drumherum. Ja, und wenn ihr euch wundert, warum es so katzenlastig ist, ich habe zwei Katzen und das ist halt, ja. Hier oben landet gerade eine Katze mit dem Fallschirm. Die Katzen sind natürlich nicht von mir, vielleicht erkennt ihr es schon, die sind von dem YouTuber Kreativ mit Klaus. Genauso das Dach. Schönen Dank, Klaus. Danke, danke. So, dann gehen wir doch mal zum Tierarzt rein. Hier sieht es eigentlich ganz klassisch aus wie beim Tierarzt. Man kommt rein, ist direkt im Wartebereich. Hier ist der Empfang. Die haben hier ein paar Laptops und können nachgucken, ob man einen Termin hat oder kann dann vergeben werden. Und eine kleine Musikanlage, denn hier sind auch überall Lautsprecher verbaut. Hinter dem Empfang ist ein kleiner Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter mit Kühlschrank, mit einem Herd, mit einem Waschbecken. Ganz einfach gestaltet. Ja, und dann gibt es verschiedene Behandlungsräume. Hier ist der Behandlungsraum Katze. Wer kennt nicht diesen Tisch, wenn man eine Katze hat? Es gibt immer eine Sitzgelegenheit und einen Tisch, wo der Arzt mal ein bisschen mit einem schnacken kann. Hier ist ein Waschbecken, ein paar Regale und dann kommt die Katze hier drauf und geht los. Hier ist der Behandlungsraum 2, der ist für alle Tierarten, Hase, Kanickel, was man sonst so haben kann. Auch hier wieder ein Besprechungstisch. Regal mit den Utensilien für den Arzt und ein Behandlungstisch und ein kleines Waschbecken. Hier sind wir in der Toilette. Die Mitarbeiter müssen ja auch mal. Dann haben wir hier den Behandlungsraum Hund mit einer Waage, mit einem Tropf und einem Becken, um die Hunde zu waschen. Ein Klausungsbecken oder so. Und hier haben wir den OP-Raum. Also wenn es hier richtig schlecht geht, dann kommt es hier rein. Hier gibt es eine Knochensäge, hier gibt es zum Desinfizieren was und den OP-Tisch. Und von da aus geht es dann meistens in den Aufenthaltsraum, wenn die Tiere ein bisschen länger hier bleiben müssen. Hier sind die Boxen, wo der Katze und Hund reinkommt. Und hier ist die Box für die Häschen. Hier sind sogar gerade zwei in Behandlung. Und von hier aus kommt man wieder in den Flur. Die Tierarztpraxis auf der neuen Karte von Sternchen ohne Namen, ehrlich gesagt. Wie gesagt, da brauche ich nochmal dringend von euch Unterstützung. Wie soll diese Tierarztpraxis heißen? Das ist das Let's Show. Haut rein, auf Wiedersehen, euer Bell of 23. Ciao.